Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zum Gregors Gaming Gyros mit Shin Megami Tensei 5, dem lang erwarteten Rollenspiel auf der Nintendo Switch aus der altbekannten Serie, zumindest für Rollenspielfans. Ihr kennt wahrscheinlich die Persona-Spiele, die auch zu Shin Megami Tensei gehören. Allerdings, das ist jetzt der 5. Eintrag der Hauptserie. Ich hätte euch gerne direkt zum Launch vor ein paar Tagen, wo ich das aufnehme, gleich ein Video dazu präsentiert. Allerdings, ich bekomme Nintendo-Spiele direkt zum Launch. Das heißt also, ich konnte nicht vorher ausführlich für euch meine 40, 50, 60 Stunden spielen, um euch ein Review zu zeigen. Und ihr seht es alleine schon auf der Switch, ist einiges an Krams drauf, der auch gerade Aktualitätsanspruch hat. Die GTA Trilogy, der Definitive Edition, die nicht ganz so geil ist. Ich konnte sogar gar nicht erst bisher zum aktuellen Zeitpunkt in Knights of the Old Republic das Remaster reinspielen, was auch gerade rausgekommen ist, ganz zu schweigen vom Network-Test von Elden Ring. Allerdings, ich wollte euch trotzdem zum Launch jetzt in dem Zeitraum ein Video dazu zeigen und habe jetzt ein paar Stunden reingespielt, einfach um ein gutes Gefühl für das Game zu bekommen, um euch schon mal ein bisschen was an Eindrücken weiterzugeben und vor allem, weil diese Games relativ lange zum Einstieg brauchen, dass wir nicht nur die Standard-Tutorials hier sehen. Eine Sache, die ich euch kurz präsentieren möchte, wie gesagt, das Game ist gerade auf der Nintendo Switch rausgekommen. Entweder als Download-Version oder Retail-Fassung. Allerdings, es gibt zum Launch bereits einiges an Download-Geschichten, inklusive zwei kostenlosen Sachen, die man sich zumindest gleich direkt im eShop zusätzlich holen sollte. Ich habe jetzt hier die Download-Version. Da seht ihr, steht dann da auch drauf, gekauft. Genau. Wenn man hier aber weiter unten guckt, herunterladbare Inhalte, es gibt bereits ein DLC-Bundle, für das ich jetzt nicht nochmal 27 Euro ausgeben wollte. Da kann man sich hier angucken, da hat man, ich glaube, schon ein paar verschiedene Quests, die dazu geholt werden können, was ich nicht wirklich cool finde, dass man direkt zum Launch quasi diese Spieleinhalte, kann jetzt nichts über den Umfang sagen, aber dass sowas jetzt gleich hier mit dabei ist und nicht inkludiert in das Spiel. Ne? Eventuell gibt es noch eine Special Edition, wo das vielleicht dann mit dabei ist. Ich habe mir jetzt auch nicht die Retail-Fassung bisher geholt, wobei, bei solchen Sachen werde ich ganz gerne auch mal ein bisschen schwach. Und pack sie dann gerne ins Regal noch zusätzlich rein. Was man hier for free haben konnte, war interessanterweise der Schwierigkeitsgrad sicher. Also das ist ein super leichter Schwierigkeitsgrad, der nicht hauptsächlich im Spiel freigeschaltet ist, den man sich separat runterladen kann. Warum? Nicht der direkt drin gewesen, weil es nur eine Menüoption, die man auch jederzeit entweder zu Beginn oder mitten im Spiel sogar einschalten oder wegschalten kann. Verstehe ich nicht. Und was auch, warte mal, was auch separat gewesen ist, ist die japanische Sprachausgabe. Von Haus aus, japanische Stimmen waren nochmal ein paar Gigabyte extra, die man herunterladen kann, damit man zwischen englischen und japanischen Stimmen wechselt. Ich werde jetzt für das Video auf den englischen bleiben, einfach damit ihr mal sehen könnt, wie die englische Synchro geworden ist. Eigentlich passabel, also wie so oft die Geschichten hier, wobei man möchte gerne bei dem Spiel, was in Anführungsstrichen in Japan spielt, auch wenn es eher eine dämonische Endzeit ist, aber es ist schon sehr auf Tokio fixiert beispielsweise. Vielleicht möchte man da authentisch sein und das dann da mitnehmen. Das gibt beides kostenlos in Anführungsstrichen zum Download. Warum das nicht gleich inkludiert gewesen ist in dem Download-Paket, verstehe ich nicht, weil das alles Standardsachen sind, die man einfach gleich gerne hätte mit dazu haben sollen. Gehen wir ins Spiel rein. Wie gesagt, ich habe ein paar Stunden gespielt. Die Shin Megami Tensei, die Hauptserie, Persona-Spiele habe ich ja schon kurz erwähnt, ist eine sehr umfangreiche Serie, die nicht nur die Hauptspiele hat. Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga gab es als Spin-off beispielsweise, Devil Summoner, die Persona-Spiele. Also grundsätzlich dreht es sich bei den Games aus dem Shin Megami Tensei-Universum um Spiele, die so einen leichten Pokémon-Aspekt haben, mit von wegen Monster sammeln, fusionieren, in den Kampf schicken, aber alles in so einer Endzeit-Dämonen, Japan, in ferner Zukunft, wo sich verschiedene Gottheiten dann kabbeln. Umgebung. Während die Persona-Serie noch diesen Schul-Lebenssimulationsaspekt hinzupackt und andere Serien oder andere Spin-offs aus der Shin Megami Tensei-Serie mal ein bisschen in den Dungeon-Crawler-Bereich gehen oder andere Elemente in den Vordergrund packen. Die Shin Megami Tensei-Spiele selbst, ich bin hauptsächlich mit Teil 3 vertraut, den ich auf der PS2 gespielt habe vor vielen Jahren. Also Lucifer's Call hieß er in Europa oder Nocturne in der US-Version, auch als Remaster rausgekommen auf verschiedenen Plattformen im letzten Jahr. Teil 4 gab es auf dem 3DS, den kenne ich nicht wirklich, weil auf dem 3DS habe ich da zu der Zeit nicht gespielt. Jetzt aber kommt Shin Megami Tensei 5 auf der
Switch heraus. Noch nicht irgendwie angekündigt für andere Systeme, wobei findige Hacker haben schon in den Dateien des Spieles entdeckt, dass da wohl potenziell, was weiß ich, vielleicht ist da ein Exklusivvertrag mit Nintendo, weil die publishen auch in Europa, wenn der mal ausläuft, dass es auf der PlayStation 4 und auf PC kommt. Was ganz cool wäre für ein Atlus-Game, dass da ja nicht so viele PC-Spiele aus deren Seite erscheinen. Wir hatten vor einiger Zeit das Remaster zu Persona 4 zum Beispiel, ne, was ja auch sehr cool gelaufen ist. Und wenn es auf einer anderen Plattform verfügbar wäre, ihr seht jetzt gerade, ich habe meinen Spielstand geladen, da sind wir gerade in der Open World des Games. Performance-technisch, naja, man muss sich schon so ein bisschen umgewöhnen. Ich hätte sowas wahrscheinlich am ehesten in der PS4-Version auf meiner PS5 gespielt, wahrscheinlich mit 4K at 60. Der Detailgrad ist schon in Ordnung, vor allem, warte mal, ich kann es euch mal zeigen, weil dieses Game unterstützt tatsächlich eine richtige Open World, wo man unterwegs ist, also wo man richtig mit verschiedenen Save-Punkten hin und her warpen kann. Da gibt es etliche Icons, ich schalte mal kurz die Icon-Hilfe dazu, wo man sich dann Gegner angucken kann, Gegner, die auch keine Random Encounter sind, sondern tatsächlich in der Location hier herumlaufen. Man hat verschiedene, also wirklich viele, viele Kleinigkeiten, die man sich hier anschauen kann oder mitnehmen kann. Aber performance-technisch auf der Switch, ich habe es hauptsächlich im Handheld-Modus gespielt. Da sieht es nicht unendlich viel anders aus, also dass es da flüssiger läuft oder nicht. Es ist maximal 30 FPS mit Rucklern und Hakern und natürlich hat man auch gewisse Frame-Pacing-Issues. Das bedeutet also, wenn ihr seht, wenn ich hier scrolle, dass es nicht immer so super sauber ist, sondern ab und zu mal hakt und hängt. Man gewöhnt sich dran, finde ich. Aber so der allererste grafische Eindruck war nicht unbedingt der geilste in dem Spiel. Storytechnisch fängt das im normalen Tokio an. Dann passiert, wie so oft, etwas Katastrophenmäßiges, ja, apokalyptisches. Und auf einmal ist der Hauptcharakter, den ich kreiert habe, statt einem normalen Schüler, fusioniert er mit einem Dämon. Jetzt sind wir ein Doppelwesen, was versucht herauszufinden, was mit Tokio denn passiert ist in den 5 Minuten, wo wir in dem Tunnel gewesen sind. Und meine erste Aufgabe ist es, in dieser zerstörten Welt, ich werde mal kurz mal in eine andere Location warpen, weil hier gerade ein bisschen heftige Gegner sind, weil ich möchte euch das ein bisschen zeigen. Man kann das hier unter Leyline Crossing machen. Dann kann ich nämlich andere Save-Punkte, die freigeschaltet wurden, da mich direkt hinwarpen. Geh mal kurz zum Anfang hier zurück. Ja, es war das normale Tokio, wo wir unterwegs gewesen sind. Und auf einmal wachen wir auf und Tokio ist hier komplett zerstört. Ich bin ein Dämonenmix sozusagen. Und es sind lauter andere Dämonen hier unterwegs, die ich einerseits nicht nur bekämpfen, sondern auch rekrutieren kann, um sie in meine Party zu packen. Also der Fokus ist tatsächlich wirklich auf dem Monstersammelaspekt, das Fusionieren, das Bekämpfen und so weiter. Ist ganz gut, dass ich ein paar Stunden reingespielt habe, weil viele der Features dann erst vorab noch nicht direkt verfügbar sind und nach freigeschaltet werden. Ich kann hier in dieser Open World herumlaufen, ja, dieses Helferlein, was da mit mir herumfliegt, das ist über die Storyline zu mir hinzugekommen und supportet mich sozusagen und hilft mir aus, indem die Kollegin hier dann versteckte Items in der Umwelt findet und sagt, kannst du mal gucken, da ist vielleicht was Cooles, hat wahrscheinlich auch noch mehr Story-Relevanz, wenn ich dann weiterspiele, je nachdem, wo wir dazu kommen. Ansonsten aber, was ich cool finde, zumindest hier, da sie sich für eine Open World entschieden haben, in der man herumlaufen machen kann, dass es keine Random Encounter gibt. Das würde nämlich dem Erkundungsaspekt auch entgegenwirken. Man hat einen richtigen Jump-Button. Ihr habt es gesehen, ich habe die Lauffunktion, die ich einerseits durch viele verschiedene Tasten zuschalten kann, aber das seht ihr natürlich nicht, weil das muss ich dann erzählen, wenn ich dann das aktiviere durch den L3-Button oder R2 und L2 gleichzeitig drücke. Oh, da kann ich euch mal die Funktion der Kollegin hier zeigen. Dann gibt es ein Autolaufen, sodass man nur lenken muss, was dann das Traversal, das Überwinden, relativ entspannter macht, weil der Charakter dann fix läuft. Hier zum Beispiel hat meine Fee, mein Support-Dämon, ein verstecktes Item entdeckt. Potenziell, weil manchmal können das auch Gegnergruppen sein. So, found something nice, sehr schön. Ich habe tatsächlich ein Item bekommen, das wir hier auch uns angucken können. Übrigens, da ich englische Sprachausgabe habe, ich habe meine Switch auf Englisch gestellt, damit ich auch englische Texte habe. Die werden nämlich vorab ausgewählt. Es gibt auch deutsche Texte. Allerdings, wenn ich eh schon die englische Sprachausgabe drin habe, dann würde ich das natürlich auch mit dem passenden Text haben und nicht nochmal übersetzt haben. Aber wir können es auch mit deutschen Texten, japanischer Sprachausgabe dann spielen. Ich kann es euch hier in den Optionen mal zeigen hier.
hat man natürlich zum Glück, das finde ich immer ganz nett, dass man die verschiedenen Abstufungsoptionen hat. Ich fand, dass die Hauptmusik ein bisschen leiser gewesen ist gegenüber dem Ambient- und Soundeffekt-Volume. Deshalb habe ich es nochmal so ein bisschen angepasst, dass Hintergrundmusik, die übrigens auch ganz interessant ist und teilweise sehr schräg klingt, aber das passt schon irgendwie zu der ganzen Postapokalypse hier, habe ich die ein bisschen höher gedreht, inklusive dem Voice-Volume. Die Language, also die Sprachausgabe, können wir nur im Hauptmenü wechseln. Die steht jetzt hier mal auf Englisch. Die Geschwindigkeit der Nachrichten, dass ich meine Kamera invertiert habe, dass die Minimap und sowas gezeigt wird. Man kann die auch automatisch ausblenden lassen, zum Beispiel, wenn man das ganze Bild sich angucken möchte. Auto-Save. Skills gibt, dass man in dem Kampf die Fähigkeiten überspringen kann, damit ein schnellerer Kampf da ist. Und das ist ganz interessant, ich habe das Spiel auf normal gestartet und normal gespielt. Es gibt einen harten Schwierigkeitsgrad, der sich aber nicht auswählen lässt, wenn man nicht damit von Anfang an beginnt. Was man aber machen kann, ist jederzeit zwischen normal und casual zu wechseln oder dem heruntergeladenen Safety Schwierigkeitsgrad, der, wie gesagt, nur über den Store erhältlich gewesen ist. Wenn ich auf Safety mache, ich habe es kurz ausprobiert, da ist es wirklich sehr pipi leicht. Dann habe ich fast jeden Gegner mit einem Hit, ne, eigentlich jeden Gegner, den ich getroffen habe. Ich habe jetzt keine Bosse probiert, ich bin damit kurz rumgelaufen und jeder Gegner, den ich bekämpft habe, auch wenn die ein paar Level über mir waren, One-Hit-Kill gewesen. Allerdings, was das invalidiert, natürlich nimmt es die Schwierigkeit komplett raus aus dem Spiel, wer das hauptsächlich wegen der Story spielen möchte. Aber um die Dämonen zu rekrutieren, muss man eigentlich, vielleicht funktioniert es dann auch leicht, aber eigentlich muss man die so weit schwächen, dass die nur wenig Energie über haben und dann ins Gespräch mit denen gehen, um sie davon zu überzeugen, in die eigene Party zu kommen. Und wenn die Insta tot sind, bei jedem Schlag, den ich mache, dann fällt das Gespräch natürlich flach. Hier seht ihr aktuell eine Gruppe, die ich einerseits zusammengesammelt oder rekrutiert habe oder fusioniert habe. Gehen wir nochmal hier kurz raus. Gehen wir auch mal in einen Kampf rein. Da seht ihr die Gegner übrigens auf der Minimap. Ja, da laufen sie herum. Die kann ich dann mit einem Schlag initiieren, den Kampf. Oh. Hat er sich verpieselt, weil er Angst hat. Das sind jetzt Low-Level-Gegner vergleichsweise mit meinen, die nicht besonders anspruchsvoll sein sollten. Ihr seht, ich bin mit meinem Johnny Kaito, wie ich den wieder genannt habe. Erst kommt meine Phase, dann die Gegnerphase dran. Bin ich hier wieder unterwegs und habe Shin Megami Tensei typisch verschiedene Skills, die auch die klassischen, also wenn ihr Persona gespielt habt, ihr kennt die Magienamen wieder. Agi, Zio, also Agi für Feuer, Zio für Magie. Diese Gegner beispielsweise habe ich schon ausgelotet. Da seht ihr unter dem Namen, und es sind wirklich nur Level 1 Gegner hier, das Ausrufezeichen bedeutet, dass diese schwach sind gegenüber dieser Art von Angriff oder Magie. Und das hilft mir, das Press-Turn-System wieder weiterzuführen. Ich mache es mal kurz, aber das dürfte, glaube ich, irrelevant sein, weil das müsste Insta-Kill bei diesen Gegnern jetzt hier sein. Wenn ich diese Schwächen ausnutze, dann zieht das nicht nur mehr Energie ab, sondern ich bekomme noch einen weiteren. Da seht ihr es oben rechts an der Seite. Da habe ich eigentlich meine vier Angriffsoptionen, vier Actions pro Player-Turn. Aber da ich eine Schwäche ausgenutzt habe, leuchtet jetzt einer da oben davon. Und das bedeutet, dass ich dadurch einen extra Angriff über habe. So sollte man das eben konsequent wie bei Persona auch ausnutzen. Ich gehe mal hier kurz auf Auto-Battle. Kann man mit X aktivieren, weil außer ganz schnell hintereinander alle weghauen, brauche ich jetzt nicht damit. Ich gehe mal gleich in ein anderes Gebiet, damit ich euch dann auch die anderen Sachen zeige. Wollte aber eben hier nochmal kurz rumgehen, um so die Grundfeste zu erklären. Dafür, dass die Grafik, ja, eigentlich ist sie ganz stylisch. Oder der Look hier, wenn ihr einmal schaut, ne, also es gibt eine wirklich schöne Weitsicht. Schaut euch das mal an, was ist das, was da oben herumfliegt? Große Schluchten oder sowas, ganz abstruse Bauten. Also es lohnt sich auch tatsächlich mal, sich umzuschauen und hin und her zu gucken. Das erklärt wahrscheinlich, dass die Framerate dann nicht so berauschend ist. Und die Weitsicht ist eigentlich okay, wobei manche Sachen auch unter Pop-In leiden. Achtet mal da drauf. Warte mal, der Johnny, will er mir hinterherlaufen? Achtet mal auf dieses, auf das Gebäude. Ja, warte mal, nicht das Auto laufen. Hör auf damit. So. Das Gebäude hier auf der Ampel, das Gebäude, was ich angucke, gerade das hier. Achtet mal da drauf, wie da, wenn ich da näher hinkomme, wie da langsam da Details erscheinen. Ne? Also Pop-In ist schon einigermaßen da bei der Optik, wenn man darauf hinguckt. Dafür hat man so wie, aber standardmäßig eigentlich eine ganz gute allgemeine Weitsicht. Gegner können natürlich einen bemerken. Die hier laufen jetzt vor mir weg, weil ich stärker bin als sie. Und da haben sie sich von dannen gezogen. Wenn ich solche Automaten in der Gegend finde, das sind Items, die ich hier rausholen kann. Eine alte. Finde ich schön, dass ich eine alte Zeitung aus einem Getränkeautomaten geholt habe. Das heißt, steht da Cola drauf? Ne, da steht Soda oder so, ne? Mal gucken.
Soda, glaube ich. Ja, gut, keine offiziellen Colas, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Wohl das Einzige, was durchhält in der Endzeit, sind wahrscheinlich Coca-Cola und die anderen Geschichten. Mal kurz gucken, ich möchte mal. Ja, ich bin schon eh beim nächsten Save angekommen. Da kann man nämlich etliche Features ausnutzen, die wir dann machen wollen. Dann laufen wir mal, genau, da seht ihr das blaue Leuchten da im Hintergrund. Also, hier haben sie schon ganz gut ausgelohnt. Das ist auch tatsächlich ganz hilfreich, finde ich, dass man die Gegnerpartys hier sehen kann, die auch unterschiedlich reagieren, dass man in den Kampf eben reingehen kann, initiieren, weil sonst wäre diese Open World mit dem Erkundungsaspekt nicht ganz so cool. Diese blauen diese blauen Stangen, Lichtstangen, die hier sind, ermöglichen einem nach und nach, die wurden auch erst hier wieder freigeschaltet, verschiedene Optionen in Angriff zu nehmen. Interessanterweise hier kann man sich heilen, wie bei einem Inn. Allerdings kostet das immer Geld. Ne? Ihr seht gerade, habe ich 4000 von meinen Zukunftscredits oder sowas, um den einzelnen Charakter zu heilen. Je nachdem, wie viel MP oder HP weg sind, kostet das eine gewisse Anzahl von Geld. Zum Glück habe ich jetzt hier nicht zu viel, aber. Es kostet auf jeden Fall mehr für mein Gefühl, als wenn man in so ein Standard-In gehen würde bei einem anderen Rollenspiel. Es gibt manche Shin Megami Tensei-Spiele, Persona 2 weiß ich, wo das Heilen teilweise sehr, sehr teuer gewesen ist, wenn man es innerhalb der Dungeons gemacht hat. Das soll wohl so ein bisschen dran gehen. Ich schätze mal, bei den noch höheren Schwierigkeitsgraden kostet das noch ein bisschen mehr. Chronicle Deeds ist die Speicherfunktion. Ich mache mal für hier einen neuen Save auf. Mal gucken, wie viel kann ich? 30 oder so würde ich sagen. 20. 20 Safe-Plätze, dann pro Game. Das sollte eigentlich ganz gut passen, wenn man rotiert immer wieder. Leyline Crossing habe ich vorhin schon gemacht. Das ist die Möglichkeit, dann zwischen allen freigeschalteten Warp-Stellen dann hin und her zu warpen, wenn man es machen möchte. Weiß jetzt nicht, ob das gilt, wenn ich mal diese Anfangswelt hier verlasse. Ob ich dann auch wieder hier zurück kann oder ob das irgendwie gegatet ist, dass ich also, oh, ich bin in der nächsten Stadt angekommen, hier kann ich nicht wieder zurück. Aber eventuell funktioniert. Cadaver's Hollow ist der Shop. Da kann ich jederzeit rein. Welcome. Make yourself at home. Dieser nette Kollege hier ist nämlich der Shopkeeper, der mir Sachen verkauft. Wo ist hier, ihr könnt es hier sehen im Menü, Buy, Sell. Was ich bisher bei dem hier machen konnte, es gab keinerlei Waffen oder andere Geschichten zu kaufen. Auch kein Equipment in dem Spiel, sondern es wird rein über Skills und die Monster gemacht. Hier hat man bei dem hier bisher nur Verbrauchs-Items, also Heilgeschichten, Revival, bestimmte Items, mit denen ihr Elementarschaden machen könnt, ohne dass ihr diese Schadensfähigkeit gerade da habt. Wobei, dann sagen muss, ich muss da mal schauen, wie man es am besten einsetzt, denn innerhalb der Kämpfe habe ich jetzt noch nicht so viel mit Items gearbeitet. Sehen wir, wo die Option da konkret drin ist. Essenzen sind auch nochmal ein bisschen was anderes. Da bin ich auch noch nicht zu 1000% zugestiegen, weil es gerade mit dem Fusionieren und dem Skill-Weiterarbeiten viel zu tun hat. Gehen wir gleich nochmal darauf hin. Ihr könnt Sachen verkaufen hier. Unter anderem die Sachen, die aus den Spielautomaten, aus den Getränkeautomaten kommen. Das sind alles quasi, ja, eigentlich nur Sachen zum Verkaufen, sodass man auch Geld dafür bekommt. Ich vercheck mal alles. Kriegen wir nochmal 565. Das ist eigentlich ganz stylisch, der Typ hier. Und eine zusätzliche Geschichte, Miman Rewards. Überall in der Welt sind kleine rote Wesen namens Mimans verteilt. Bisher habe ich 10 von denen gefunden. Und ja, das ist so ein bisschen, das sind die Mini-Medaillen aus Dragon Quest quasi. Ne? Die sind ja auch in den Dragon Quest-Spielen überall versteckt. Und wenn man eine gewisse Anzahl hat, dann bekommt man immer so kleine Bonussachen beim Mini-Medaillentauschhandel. Hier sind es verschiedene Dämonen, die man findet. Und ich habe bereits 10 geholt. Konnte ich das da einsetzen damit und dann diese Items bekommen? Plus, die geben mir noch eine weitere Währung. Gehen wir mal ein bisschen raus. Hier. Die geben mir eine weitere Option, nämlich ein Verbrauchsgut namens Glory. Glorie war das in der deutschen Textübersetzung, die dann eingesetzt wird, um Skills freizuschalten. Sophia hier ist quasi unser Igor aus den Persona-Spielen. Also ich kann in diese Dimension rein, um da meine ganzen Skillverteilungen, Freischaltungen, Monsterfusionierungen, Monster kaufen oder sowas dann zu machen. Bin jetzt nach einiger Zeit, ich habe so ein bisschen zwischendurch gespielt, wenn man immer regelmäßig dann bestimmte Gegner besiegt, kriegt man noch mehr Skills, die man freischalten kann. Das ist hier dann nochmal passiert unter Apotheosis. Steht ja auch, this is a forbidden ritual. Gives you authority over the powers of gods and demons. Learn miracles, genau. Ihr seht oben rechts auf der Seite Glory. Ich hatte schon einiges an Sachen freigeschaltet hier an verschiedenen, ja, das sind so Statusverbesserungen, kann man sagen, oder Fähigkeiten,
dass ich dann Vorteile bekomme, dass ich mehr Plätze für Dämonen in meiner Party habe und so weiter. Also ist das ein Bonuseffekt durch die Mimans, die ich einsammle, wobei dieser Glory-Balken oder diese Glory-Anzeige auch voll gemacht werden kann durch bestimmte andere Sachen, die ich bisher schon hatte. Also ist das ein zusätzliches Element, was mir dann hier zum Beispiel ein bisschen bessere ja, Magiefähigkeiten, glaube ich, ist es hier im Speziellen, wo ich drauf bin, bei den bestimmten Elementarklassen gibt. Also sollte man das im Auge haben, wenn man seinen Hauptcharakter verbessern will. Plus Essence Fusion, wenn ich eine Zeit lang, also wenn ich es richtig verstanden habe, aber da muss ich mich noch konkret reinarbeiten, weil es sind so viele Systeme, die gleichzeitig dazugekommen sind am Anfang, dass man sich da erstmal durcharbeiten muss, vor allem mit den ganzen vielen Monstern, die man hier hat. Wenn man bestimmte Monster dann ausgelernt hat oder zumindest zu einer gewissen Stufe dann gebracht hat oder man entsprechend die Essenzen von denen gefunden hat, kann ich wohl zum Beispiel über den Charakter jetzt hier mir Skills von dem selber auf meinen Hauptcharakter draufpacken. Ne? Es ändert wohl auch meine Resistanz. Ihr seht auf der linken Seite, Resistances von diesem Charakter werden wohl auf mich dann übertragen, hauptsächlich mit meinem Charakter, nämlich jetzt. Wenn ich mal rausgehe, kann ich mir das hier angucken. Status mit. Genau, wenn ich hier auf Resistances gucke, so wie mein Hauptcharakter gerade aktuell ausgestattet ist, zum Beispiel bin ich besonders anfällig gegen Windmagie und gegen dunkle Magie, also das Grüne und das Violette, bin aber komplett geschützt vor Blitzmagie, also Zero-Attacken, und halb geschützt vor Holy-Magie, also heiligen Attacken, das Weiße. Das seht ihr durch die Icons da unten. Und die Skills, die ich mir drauf geschafft habe, habe ich mir durch die Essenz von einem anderen Monster dazu geholt. Wenn ich das jetzt über die Essenzen hier auswählen würde, dann kann ich meinen Hauptcharakter also zusätzlich anpassen. Ihr seht, hier sind noch mehr Leute, die ich auch bisher noch gar nicht in der Party hatte. Hier den zum Beispiel, den könnte ich auch, obwohl doch, na, jetzt bin ich schon Level 13. Na, okay, also den könnte ich theoretisch dann holen. Ich glaube, seine Essenz habe ich gefunden von diesem Tsuchigomo. Und da sieht man es, ne? Da würde ich tatsächlich auch ganz ordentlich was an Skills mir dazu holen können. Wobei, wenn ich alle holen würde, oh, das ist eigentlich ganz hilfreich, sehe ich gerade. Ne? Ah, er hat die. Oh, das mache ich mal. Das mache ich mal. Weil die Resistanzen sind sehr ähnlich zu dem, was ich vorher hatte. Allerdings, ich habe hier Dia zum als Heilmagie hole ich mir dazu, Agi als Feuermagie. Mazio, Weak Electrical Attack erstmal, aber für alle Gegner. Und ich habe bisher noch gar keinen Zauber bekommen, der mehrere Gegner angreift. Das könnte super praktisch sein. Raises Attack, ja, Statusaufwertung würde ich fast. Ich würde mir meine zwei Skillslots noch behalten. Wobei, komm, eigentlich kann ich ja erstmal alles nehmen. Und man kann dann, wenn man neue Skills erlernt durch das Aufleveln, auch alte vergessen und sich die da irgendwie dann später dazu rein. Ich hole mir mal alle erstmal. Fuse. Mach das mal. Mit dazugehauen. Jetzt habe ich quasi, wenn man sich das hier anguckt, habe ich jetzt diese Skills dazu bekommen, die Resistanzen, wie sie sind, und meine Stats. Die mache ich durch das Aufleveln dann höher. Rotieren können wir natürlich auch hier. Oh, man kann sich auch die Lore nochmal angucken. Das fand ich auch ganz interessant. Da steht teilweise bei den Monstern mit Lore, aus welchem Kulturkreis sie kommen und von welcher Inspirationsquelle sie quasi Shin Megami tenseifiziert wurden. Hier zum Beispiel: Student, whose peaceful days attending Julian High School in Tokyo were all but shattered after he is dragged into an unknown world. Also das, was ganz am Anfang des Spiels passiert, wo man noch im normalen Tokio rumläuft, bis der Weltuntergang kommt. But upon fusing with Aogami, ein anderer Charakter, der sich mit uns dann verbunden hat zu einem Doppelwesen, vorher hatte ich auch nicht diese langen Haare oder dieses blaue Aussehen, sind wir ein Nachobino geworden, so heißen wohl diese Wesen, die so fusioniert sind aus Menschen und Gottheiten. Whatever, a powerful being that can take on any demon. Kann man sich hier angucken. Wenn ich hier mal rausgehe, ich kann das tatsächlich auch für die anderen hier machen. Wir gehen hier mal kurz auf Status und auf Lore. Alignment, Neutral Lore. Ninth of the ninth Order of Angels. They are the closest in nature to humans. They watch over individuals. Also der klassisch christliche Engel, wie wir hier mit seinem Speer, ein bisschen. Wobei der ist aus Metall, ich weiß es gar nicht. Aber man kann sich tatsächlich für alle hier mal verschiedene Kultursachen. Also das ist wahrscheinlich, steht er hier, habe ich mir hier noch nicht angeguckt. Aber in der japanischen Mythologie sind das die Seelen der Pflanzen. Sie werden von Bäumen geboren, die über 100 Jahre alt sind. Und
Man dachte früher, dass das Echo, was man in Teland hört, tatsächlich Antworten der Kodamas sind. Also die hat man ja auch in anderen Megami Tensei-Spielen gesehen und Persona. Also ihr werdet viele der Monster wiedererkennen hier natürlich. Das ist ja auch immer dann so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man diese klassischen Monster und Dämonen dann immer dabei hat. Der Sandmann hier, ist interessant, aus welchem Kulturkreis ist dann der Sandmann mit dem Säckel und dem, wahrscheinlich steht da ja auch so westliche Kultur, der dann meinem Sand in die Augen streut, oder? Ja, Deutsch. Das ist gut, ja. Eine Fee aus ländlichen deutschen Gebieten, die Leute zum Schlaf bringt, indem sie den magischen Sand benutzt, der in seinem Säckel hier drin ist. Obwohl der ziemlich anders ausschaut. Ich glaube nicht, dass der Sandmann aus dem DDR-Fernsehen damals so einen Jumpsuit anhatte und hat ja so ein Bärtchen gehabt. Ja. Aber der Part da unten, war mir das bewusst? Wenn ein Opfer sich wehrt, würde er auf seinen Augenlidern drauf sitzen und sie zwingen zu schlafen. Es wurde sogar gesagt, dass wenn unartige Kinder, die sich geweigert haben zu schlafen, dass sie bestraft würden von ihm, indem er ihre Augen mit einem vorgestellten Löffel dann ausschabt und sie mitnimmt. Aber es wird spekuliert, dass das eine Fabrikation der deutschen Mütter gewesen ist. Wenn du nicht schläfst, dann kommt der Sandmann und schabt dir deine Augen raus. Danke, Megami Tensei. Übrigens, Nintendo published das Spiel, will ich dann nur nochmal sagen. Okay, einmal kurz zu den Monstern und den Fusions hier. Klassische Dämonenfusion gibt es verschiedene Optionen, wo ich habe ja gesaved hier. Also ich kann euch testweise meine Fusion zeigen, obwohl ich das jetzt noch nicht mit den Monstern hier machen würde, sondern später drauf. Wie bei den Megami Tensei-Spielen, wie bei Persona auch, es hängt davon ab, welchen Level mein Hauptcharakter hat. Ihr seht es oben, Max Fusion Level 13. Das heißt, ich kann durch das Fusionieren von Monstern, und hier sieht man, wenn ich den zum Beispiel auswähle, oh, der in Kombination mit den anderen Monstern, die ich habe, ergibt dann das und das Monster. Allerdings, wenn die über meinem Level sind, wie hier, Attis wäre Level 27, kann ich leider noch nicht fusionieren, weil das würde mir auch einen entsprechenden Kräftevorteil geben. Also in der Kombination mit Neko Shogun kann ich leider mit meinen Monstern, die ich hier habe, noch keine Kombination machen. Finde ich ganz praktisch übrigens, dass das so hier wie eine Gleichung gezeigt wird, weil das macht alles nochmal ein bisschen übersichtlicher, finde ich, als bei Persona 5 beispielsweise. Da musste ich auch erstmal viel durch Menüs durchgehen. Also das ist die klassische Fusion, wo man dann einen auswählt und dann schaut, was man mit den anderen machen kann. Reverse Fusion ist interessant, wo mir die Ergebnisse zuerst angezeigt werden. Und zum Beispiel fast alle, die ich hier habe, sind über meinem Level, aber Mandrake könnte ich fusionieren und der würde ergeben durch Slime und Sandman würde einen Level 6 Mandrake hier geben. Also kann ich das auch von den Antworten mir aus angucken, das ist ganz cool. Reverse Compendium Fusion. So wird es interessant. Hier seht ihr nämlich, dass die Auswahl wesentlich größer ist. Also, was hier gemacht wird, ist, dass mir angezeigt wird, hey, das ist von allen den Monstern, die ich bisher getroffen und in meine Party dazu geholt habe. Das wären die Monster, die man insgesamt machen kann. Allerdings auch in Kombination mit Monstern, die ich gar nicht in der Party gerade habe, weil ich sie bereits fusioniert habe. Es gibt das sogenannte Compendium. Kann ich das add to Compendium? Kann ich das hier einmal kurz machen? Ich mache kurz Register to Compendium. Da seht ihr meine aktuellen Monster, die ich quasi in meiner Party habe, entsprechend aufgelevelt habe und so weiter. Durch Register to Compendium quasi in mein Register, in meine Liste übernehmen, kann ich die Monster in der Stufe, wie sie gerade sind, zum Beispiel hier diesen Kodama, den hatte ich selber mit Magie ausgestattet durch eine Fusion. Dadurch hat er Zan, Windmagie, Agi, Feuermagie, Bufo, Eismagie bekommen. Allerdings die Kombination hat einen starken Windzauber ergeben, aber einen eher schwächeren, noch schwächeren dann Feuer- und Eiszauber. Das gehört also nicht standardmäßig dazu, aber finde ich eigentlich okay, um zumindest dann die Schwächefunktion zu aktivieren bei den Gegnern. In der normalen Fassung hat dieser Jiraiya nicht diese Fähigkeiten. Was ich aber mit Register machen kann, ist, dass ich den speichern kann. Und wenn ich mir dann einen neuen aus dem Compendium kaufen möchte, sobald die einmal freigeschaltet sind, ihr seht, Kost 2212 bei Kodama, kann ich das also für diesen Geldbetrag dann holen. Je aufgewerteter und höher sie sind, zum Beispiel der Neko Shogun mit den Skills, die ich hier habe, ah, der hat ordentlich was, minus 3 Zahn, aber hat Patra, Funbreaker und Dir,
Patra ist Statusheilung, das ist Hitpoint-Heilung und das ist physischer Schaden, der noch dazu zusätzlich den Angriff der Gegner dann runtersetzt. Wenn ich den speichern würde, wäre recht teuer, aber ich speichere einfach alle, weil ich will am liebsten dann auch die guten Versionen, die besten Versionen haben. Ich habe auch erst 4% da und hier bei Compendium wird nochmal gezeigt, das sind alles die Monster, die ich bisher in meiner Party habe und dann freigeschaltet habe. Hier, ja, das würde zu teuer sein, um den Neko-Shogun zu machen. Also es würde dann Geld kosten, um die wieder hervorzubeschwören. Aber ich könnte sie mir wieder zurückholen, wenn sie durch eine Fusion mal weggegangen sind und ich die Monster trotzdem mochte. Und um da den Bogen zu schlagen, was diese Compendium Fusion, die Reverse Compendium Fusion macht, ist, alle Monster werden angezeigt, aber da sind auch inklusive eben Monster, die in dem Compendium drin sind. Interessant, Neko-Shogun habe ich beispielsweise schon, um den Kurama Tengu zu machen. Und sehr interessant, eine Pixie und ein Neko-Shogun, Level 2 und Level 10, würde ein Level 39 ergeben. Allerdings, da ich keine Pixie aktuell habe, würde sie 1368 aus dem Compendium kosten, damit ich sie mit dem Neko-Shogun kombinieren kann. Um dass ich dann den Kurama Tengu mache. Es ist sehr interessant, ne? Also manchmal kann ich dann auch sagen, hey, ich hätte tatsächlich nochmal gerne Mermaid, zum Beispiel wäre etwas. Bisher bin ich auf keine Mermaids getroffen, die ich bekämpfen konnte, obwohl wir das vielleicht gleich machen werden. Das könnte nämlich gleich nochmal da rausgehen. Aber ich könnte ein Pixie und ein Preta zu einer Mermaid machen, aber es würde mich 2700 kosten. Das würde mich 1400 kosten, weil ich bereits einen Kodama habe. Möchte ich aber auf... Ja gut, hier möchte ich auf meinen Kodama verzichten und dann die Mermaid machen. Ich habe gesagt, wir wollen einmal die Fusion. Ich mache das mal durch Reverse. Obwohl, nee, wir machen das mal mit Compendium. Ich habe ja gesaved. Ne? Dann gucken wir mal, was wir maximal machen können. Oh, ein Bikehorn wäre cool, aber da bin ich leider ein Level zu niedrig. Wir holen uns mal die Mermaid. Ne? Und das heißt also, ich nehme mal die Option hier, dass er mir zwei macht. Genug Geld hätte ich, um das zu machen. Die Mermaid und dann wird der Prozess gleich angefangen. So will die Mermaid hier aussehen und ich kann aus den Skills, sie hat bereits den Stormcaller Song, den brauche ich also nicht mitnehmen. Unten rechts seht ihr die verschiedenen Skills, die durch das Aufleveln dieses Monsters dann nach und nach dazukommen. Ich kann aber Bestial Bite schon mal mitnehmen, wobei dieser physische Angriff ein bisschen schwächer ist bei ihr. Dafür kostet ihr nur 5 MP, weil er minus 2 ist. Hier Weak Physical Attack, Greater Effective Critical Hit, habe ich immerhin auch einen physischen Angriff, den sie nehmen kann. Und ich nehme mal die beiden Heiloptionen hier mit dazu. Ihre Schwächen, anfällig gegen Feuer und Blitz, aber komplett geschützt gegen Eis. Set, können wir uns hier nochmal angucken, mit dem flammenden Schädel nochmal drumherum. Heftig, heftig, heftig. Steht hier bei Law. Half Woman, Half Fish, Inhabitant of the Ocean, Males are called Mermen. Also klassische Interpretation der Meerjungfrau. Meerjungfrauen sind unglückliche Omen, laut vielen Fischern, die oft dann schwere Stürme voraussagen oder schlechte Fänge. Die Legende sagt, dass sie ihre Stimmen dazu benutzen, um die Männer zu verzaubern, sodass sie ihre Schiffe crashen. Natürlich, es sind immer die Meerjungfrauen, die daran schuld sind. Skills können wir uns hier angucken. Oh, und Item Drops, wenn ich sie als Gegner bekämpfe, werde ich natürlich dann auch nach und nach hier meine Infolisten voll machen, wie viel das an Item Drops gibt. Und ich werde mal gleich die Schnauze halten, denn wenn wir fusionieren, will ich euch mal die ziemlich abstruse Fusionssequenz zeigen. Holy shit, die denken sich wirklich immer was aus. Let's fuse. Is this demon to your liking? Let's do this, Leute. Holy shit. Glad to meet you.
ja, gleich mal ein schönes Konzert hier mitbekommen. Und dadurch habe ich jetzt die Mermaid hier mit dabei. Ansonsten, ja, hier könnte man sich natürlich alles, was ich hier nochmal gesagt habe, kommen immer neue Infos dazu, je nachdem, dass man sich das nochmal in Ruhe angucken kann. Würde ich euch auch empfehlen, ich habe bis jetzt, wie gesagt, ein paar Stunden reingespielt, werde mich auch nochmal konkreter damit auseinandersetzen, sondern ich fühle mich so ein bisschen rein, weil ich auch die Erfahrung aus den anderen Megami Tensei-Spielen habe. Jetzt habe ich auch die Mermaid hier drin, die fusioniert wurde, aber ich werde gleich nochmal laden, weil ich wollte sie erstmal nicht hier reinholen. Return when you've gathered more demons. Das sind die Optionen, die ich hier habe, wenn ich im Save-Punkt hier drin bin. Ich werde über das Menü mal neu laden jetzt hier. Warte mal, das Menü, nee, wo war das Menü? Dreieck, ne? Besser gesagt X. Load. Gehen wir da zurück. Ihr solltet natürlich aufpassen, ein Autosave oder sowas, glaube ich, habe ich jetzt hier nicht gesehen. Wenn ihr natürlich irgendwo im Kampf sterbt und nicht gespeichert habt, werdet ihr direkt wieder zum letzten Save rausgeworfen. Das könnte vielleicht ab und zu mal ein bisschen frustrierend sein, deshalb save early, save often. Und bisher war der Schwierigkeitsgrad passabel auf normal, wobei, wenn es sich an den anderen Shin Megami Tensei Hauptserienspielen orientiert, also gerade Nocturne konnte mega, mega hart werden, holy shit, der Kampf gegen den Matador, gegen den Skelett-Matador in Teil 3, puh, das war natürlich einiges. Aber man hat dafür eben, wie gesagt, auch immer die Möglichkeit, in dem Save das zu ändern. Ja, wir gehen einmal kurz auf die aktuelle Location durch das Leyline Crossing. Und ich war da oben beim Tokyo Tower angekommen. Der gelbe Button oder dieses gelbe Zeichen, so ein bisschen das Google Maps Zeichen, das gelbe, das zeigt einem auch noch an, hier genau, da ist der nächste Story-Part und hier befindet sich diese roten Bereiche zeigen nochmal eine Art, wie wird es im Spiel genannt, werden wir gleich nochmal sehen, aber so eine Art Mega-Dämon-Schlange, Schlangenpflanze oder sowas dort, die eigene Gegner rauswirft und wenn man die bekämpft, dann kämpft man gegen einen starken Gegner sozusagen, wie so eine Art Dämonenquell, die man wegmachen kann. Aber in der Richtung ist auch mein nächstes Story-Ziel. Ich sollte mich nämlich nach Anfang des Spieles von hier unten zum Tokyo Tower aufmachen und habe das ganze Gelump hier so mitgenommen. Zeige euch auch nochmal kurz hier im Menü. Das wird alles natürlich unter Quests dann kategorisiert. Main Quest, genau, The Lay of the Land, Head to Tokyo Tower to gain more insight into this world, weil beim Tokyo Tower will dann der Dämon, mit dem ich fusioniert bin als Hauptcharakter, der kann sich natürlich nicht an alles erinnern, aber vielleicht wird seine Erinnerung geweckt und ich kriege dann mehr Infos. Es gibt auch Subquests, die man von verschiedenen Dämonen in der Welt holen kann. Einige sind noch in Progress, die ich aktuell am Laufen habe. Zum Beispiel Investigate the Mermaid's Curse by visiting her fellow mermaids in the mountains. Eine Meerjungfrau hat mir aufgetragen, hey, meine Kolleginnen sind irgendwie verhext, geh bitte stromaufwärts. Und da bin ich gerade tatsächlich in der Nähe, denke ich, dass ich die dann eventuell den Subquest lösen kann. Manche Subquests gehen dann auch in andere über, sind teilweise Fetch-Quests oder Gegner besiegen oder moralische Story-Entscheidungen und so weiter machen. Und das hilft, da gibt es manchmal Key-Items wie Talismane, die dann Fähigkeiten bei verschiedenen Monstern freigeschaltet haben, so mit Special-Angriffen. Kann man sich also entscheiden, wie man das in der Richtung machen möchte. Bei Essence kann ich mir noch angucken, welche Essenzen ich alle geholt habe, das, was ich vorhin ausgeführt habe im Fusion-Menü. Und natürlich kann man sich hier nochmal verschiedene Infos über Monster angucken, die man bisher schon bekämpft, besiegt hat. Das ist eigentlich ganz hilfreich. Also ich befinde mich hier, wenn ich hier zur Story weitergehen würde, ich kann euch das mal zeigen, dann meldet sich ab und zu auch mal die Sprachausgabe. Normaler Standardtext ist die Nicht-Sprachausgabe, aber storybasierte Sachen natürlich. Wir haben es gerade auf Englisch. Ich gehe mal kurz in die Richtung. Young man, I'm detecting a powerful demon in front of Tokyo Tower. We'll want to be extremely cautious if we intend to go any further. Genau, Aogami, die andere Stimme in meinem Kopf, der andere Dämon, der quasi den inneren Dialog dann mit mir führt. Er warnt mich, dass ich erstmal, wenn ich da hingehe, wahrscheinlich ist dann ein großer Bosskampf da. Also sollte ich am besten vielleicht nochmal saven und leveln, ne? Sicher, sicher. Hingehen und ja, das Ziel ist tatsächlich direkt in der Nähe der Tokyo Tower. Ich war da auch mal, also in der Nähe des Tokyo Towers. Fand ich ganz beeindruckend, den in Natura mal zu sehen. Da seht ihr es auch, ist auf der Minimap da unten als gelb dran gemacht. Da haben wir noch mal etwas, was unsere Kollegin hier finden kann. Hey, hey, hey. Take a look. Found something nice. Dark Dampener, was auch immer das dann verursacht.
Da, interessanterweise, nicht jeder Dämon, den ihr seht, wenn da eine Sprechblase drüber ist, kann ich mit denen quatschen. Mit dem hatte ich schon geredet. Oh, ich habe ihn noch nie gesehen. Du planst da direkt reinzugehen. Ich würde das nicht machen, wenn ich du wäre. So ein verrücktes Monster. Ein paar verrückte Monster wurden hingeschickt, um die Engel dann auszuschalten. Aber dieses Ding hat es wirklich auf alle abgesehen. Engel, Dämonen, ist egal. Jedes, das in die Nähe kommt, wird zerfetzt. Es hat dir sein Territorium nahe des Tokyo Towers markiert. Wenn du in diese Richtung gehst, dann achte besser drauf. Also ab und zu sind die mir auch positiv gesonnen. Das ist auch auf der Map markiert. Da sehen wir aber, dass da unten ist zum Beispiel eine nicht Laber-Variante, sondern ein Gegner, der mich jetzt hier gesehen hat. Ich hätte auch, glaube ich, ein bisschen versteckter noch mich anschleichen können. Dann hätte ich wohl noch einen, obwohl ich fange zumindest mit einem Turn an. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, jetzt hier als Erster anzugreifen, als wenn er einen Überraschungsangriff gemacht hat. Aber ich kann mir natürlich nochmal zusätzlich dann Sachen holen. Hier gehen wir mal konkret auf den Kampf ein. Wir haben ja bisher so einen Testkampf mit dem Easy-Gegner gemacht. Jetzt machen wir mal was mit einem Gleichgestellten. Ihr seht, Skills, Items. Items, glaube ich, kann nur ich anwenden, die also hier drin sind, dass ich auch Magien, die ich nicht habe, ich immer einsehe, Spirit Rain Gem und so weiter. Bei meinen Monstern selber, die haben dann limitierte Einstellungsfähigkeiten. Ich habe die Talk-Option. Werden wir eventuell mal probieren mit dem oder mit anderen. Wenn ich immer drauf gehe, ich hatte den Gegner schon einmal besiegt, der ist ebenfalls Level 13. Anfällig für Bufo und halb geschützt vor Sio. Das heißt also, habe ich Bufo? Habe ich nicht im Moment, aber ich könnte ja mal. Ich glaube, ich habe einen Bufo, genau, einen Ice Gem. Heavy Ice Attack. Also, das könnte durchaus gut abziehen und ich kriege nochmal einen Bonusangriff, weil das wird ganz praktisch, weil wenn ich jetzt genug Energie abziehe, sodass ich kurz bevor der Gegner kommt, fertig ist und ich dann nochmal einmal mit dem Hauptcharakter in der Reihenfolge dran bin, könnte ich vielleicht die Talk-Option benutzen, wenn der entsprechend geschwächt ist. Ich probiere es mal. 61. Okay, dadurch habe ich einen extra Angriff bekommen. Ich mal kurz gucken. Ich habe hier keine anderen Sachen. Das erkläre ich gleich nochmal, wenn mein Balken voll ist. Magatsushi. Ihr seht es auf der rechten Seite zwischen dem Player Action und meiner Charakterliste ist noch so ein Magatsushi Balken. Das ist so eine Art Special Energie, die sich nach und nach aufbaut. Das ist so, dass man Super Special freischalten kann, ob ich jetzt Critical Attacks dazu hole oder zum Beispiel mit dem Nekoshugen hatte ich ein Freikugel EX Skill nochmal freigeschaltet, der so eine Spezialattacke macht. Also nochmal als eine Art Bonus nach und nach, den man mitnehmen kann. Ich würde einmal den Fangbreaker machen in der nicht schwachen Version. Könnte nämlich auch die Angriffskraft senken. Mein Charakter hier ist nicht so kräftig, der Nekoshogun, aber sollte zumindest, okay, 19 nur abgezogen, aber Attack Down, finde ich schon mal ganz gut. Der Sandman, oh, der Sandman hat ein gutes Bufu, das passt. Das heißt also auch, er kriegt noch einen weiteren, obwohl, hat nur 18 abgezogen, also so kräftig sind die Leute hier nicht, aber ich habe zumindest noch eine weitere Attacke, also 6, die ich jetzt machen kann. Mein Engel hat Hammer, also eine Lichtattacke, Chance of Instakill when striking Weakness. Weakness ist es zwar jetzt hier nicht gerade, Zio sollte ich nicht machen, aber Hammer, interessanterweise, Hammer zieht auch nochmal ein bisschen mehr ab, auch wenn der Gegner nicht die Schwäche hat. Ich habe bisher in den meisten Fällen 50 oder so abgezogen. Ich mache es mal, mal gucken, wie anfällig der ist. Knapp 40, habt ihr gesehen, also fast der doppelte Schaden gegenüber dem Bufu von dem Sandman. Aber guck mal kurz, der Gegner hat noch 65, er ist leider noch nicht in seine schwache Phase übergegangen, sodass der Talk noch nicht funktioniert. Ich mache mal einen normalen Angriff mit ihm. Oh, jetzt hat er seine Schwäche. Ja, ich kann leider nicht den Platz tauschen. Zumindest was ich machen könnte, wäre gegen ein Monster tauschen, was in meinen Taschen ist. Allerdings verwirkt das auch die Phase jetzt hier, also quasi, ich kann danach nicht noch eine Aktion hier machen. Könnt ihr natürlich Guard, Escape und Pass machen, also Pass weiter zum nächsten Charakter machen, Guard zum Blocken. Wobei ich immer sinnvoll finde, lieber das Blocken machen, anstatt nur Pass, wenn man, dann hat man wenigstens noch einen potenziellen Zusatzschutz. Und ihr seht, Items und Talks sind hier nicht drin, aber Skills kann ich entsprechend auswählen. Ich mache trotzdem nochmal den, obwohl, nee, ja komm, machen wir nochmal einen Attack. So, mal gucken. Ah, es wird jetzt heftig. Der kommt zum Einsatz. Zweifach Masio. Ah, fuck. Das Glück ist, dass durch Sio, ich habe zwei Charaktere, die gegen Blitzmagie geschützt sind. Dementsprechend haben die nichts abgezogen. Aber bei einem war es die Schwäche zum Glück. War es aber kein Doppelturn. Ich probiere aber jetzt mal den Talk. Mit ihm zu quatschen.
Also, ich sag's noch mal kurz vorher. Ihr kennt's eventuell aus den Persona, den anderen Spielen. Man kann mit den Dämonen reden, um sie dann davon zu überzeugen, in seine eigene Party einzusteigen. Jeder Dämon reagiert anders. Man hat meistens die Auswahl zwischen verschiedenen Talk-Optionen. Und ich bin da nie so der Allerbeste drin, weil man muss erstmal ausloten, wie denkt der eigentlich gerade, womit kann ich ihn davon überzeugen. Und hier kommt nochmal dazu, wenn man sie mit dem Talk überzeugt hat durch zwei richtig gewählte Optionen, muss man denen auch noch Geschenke geben. Manchmal wollen die Geld oder Items, manchmal kann man ihnen sagen, du hast genug Geschenke oder sowas. Und das alles muss stimmen, damit der in die Party kommt. Mal sehen, was jetzt der von uns will. Okay, der Dämon hat seinen Schutz hoch. Was wirst du machen? Werde ich auch quasi signalisieren, dass ich meinen Schutz so mache, oder werde ich Frieden anbieten? Ich biete mal Frieden an. Ja, das klingt gut. Relax a little, talk a little and everything's gonna be fine. Also, Friedensangebot war ganz gut verlaufen. Der erste Punkt ist schon mal geregelt. Scheiße, außer dass er mich reingelegt hat. Except you're gonna be dead. Also war es genau das Falsche. Das heißt also, der Gegner ist wieder dran mit dem Angriff. Critical Hit. Und hat mich fast gekillt mit dem Neko Shogun. Noch eine dritte Attacke, ey. Holy fuck, ey. Gut, wir probieren es nochmal. Das heißt also, der Typ, also nicht auf Freundlichkeit angehen, eher aggressiv ihm gegenüber sich begeben. Ich muss auch meinen Neko Shogun heilen. Probieren wir es noch einmal. Also die große Frage, top or bottom? Ich bin natürlich top. Ja, also gehst du immer nach oben. Okay, dann lass uns einen Deal machen. Huh, let's see. Okay, dann habe ich ihn jetzt davon überzeugt. Jetzt kommen wir in die Barter-Phase, wo er Sachen von mir haben möchte. 398 Maka. Das ist natürlich ordentlich. Maka ist das Geld hier. Ich glaube, die gebe ich ihm. Und was will er noch haben? 3 Lifestones. Very well. Und eine Ice Shard. Ey, Dude. Komm, das reicht aber jetzt. Das fühlt sich gut an. Das ist Jiraiya Tsuchigomo, gute Mitya. Jetzt gehört er zu meiner Party. Ich habe ihn davon überzeugt. Nachteil ist, jetzt kriege ich natürlich für diesen Kampf keine Experience, glaube ich, ne? Null Experience, aber dafür habe ich ein Monster in meiner Party jetzt zusätzlich. Kann ihn auch mit reinnehmen. Wo ist... gehen wir nochmal auf Skills. Na, ach. Kreis drücken natürlich. Ach Gott, diese Steuerung hier. Switch-Steuerung. So. Was zum Bestätigen drücken. Analyze. Wo ist er denn da? Tsuchigomo. Also, Masio hat er. Kann ich mit etwas fusionieren? Das hat er jetzt ganz coole. Glaube ich. Frage ist es: Würde ich ihn in meine Standardparty mit reinnehmen oder nicht? Oh, warte mal. Ja, weil Angel finde ich gut. Er könnte den Neko Shogun ersetzen. Wobei der Neko Shogun... Komm, ich mache es mal. Party. Nehme ich den Neko Shogun mal standardmäßig raus und den Tsuchigomo rein. Hat auch 3 Level mehr als Neko Shogun. Wobei mein Sandman ist noch relativ unterentwickelt. Aber vielleicht kriege ich das dann auch durch das Summonen hin. Ich habe hier die Option, ihr seht es unten rechts. Auto-Heal mit der MR-Button werden dann Heilmagie benutzt, um meine Party wieder zu heilen. Erstmal okay, ne? Also solange wir wieder jetzt voll geheilt sind. Hier drüben 3 Mermen. 4 Mermen. Die habe ich auch noch nicht in der Party. Hier ist das Interessante. Den Mermen in der Mitte. Oh, Enemy Turn zuerst. Was soll denn dieser Scheiß? Eine Traumnadel. Oh nein, jetzt ist er asleep, oder? Nee, doch nicht. Und die haben hier Magatsushi schon voll. Das können die Gegner natürlich nämlich auch machen und sich aufleveln. Oh, fuck. Na, okay. Lass uns gleich mal gucken, was wir hier machen können. Ich glaube, im Wasser sind die gegen Blitz anfällig, wenn ich mich nicht irre. Ich habe versucht, schon mal einen dieser Merman in meine Party zu holen, aber er war noch im Level über mir und ist dann weggegangen. Genau, ist blitzanfällig. Die sind alle blitzanfällig. Oh, dann kann ich Masi... Ah, ne, hatte ich hier? Ah, ich habe den Spielstand... habe ich den Spielstand geladen? Ich habe den Spielstand geladen mit dem. Ah, ja, ja, stimmt. Ich habe das Masio ja gar nicht. Das habe ich gemacht, bevor ich den Spielstand geladen habe. Nachdem wir das Testen hatten. So, aber Masio haben wir hier. Das ist nämlich mega geil. Masio plus 2 sogar. Oh, das wird der Hammer. Oh, es ist toll. So viel Energie abgezogen. So, den Merman werde ich gleich nochmal versuchen dazu zu holen. Hat Bufu Auswirkungen? Die blocken nur
den Wind, ne? Probieren wir mal Bufu. Also zumindest Standardschaden hier. Der Engel macht mal Hammer. Das sollte reichen, um den zu besiegen. In der Theorie, wenn ich jetzt davon den Merman überzeuge, durch Talk bei mir dazu zu kommen, würde ich noch Experience kriegen, weil ich habe ja einen Gegner besiegt. Quatschen wir mal mit dem Merman. You started talking to the demon. Oh, und hier interessant. Also treffen wir uns wieder. Du bist doch der Dämon, der von einem niedrigeren Standing als ich gewesen bin. Ich vertraue, dass du stärker geworden bist seitdem. Gut, und jetzt kann ich formell dir beitreten. Also da ich diese ganze Arie schon gemacht habe und den Gegner überzeugt habe, in meine Party zu kommen, aber mein Level zu niedrig ist, beim nächsten Mal, wo ich es jetzt versuche, muss ich das Gespräch gar nicht erst machen, sondern tatsächlich, Azumi der Brut ist in meine Party eingetreten. Dadurch ist der Kampf beendet, oder? Ja? Und, okay, ich habe immerhin die Experience für den einen Gegner gekriegt. Und die anderen, das sind übrigens nicht die Gegner, die wir gespielt haben, sondern eigene Partys hier. Was ihr hier drüben seht, ist übrigens, sind Sachen in der Welt verteilt, die ich dann mitnehmen kann, die ab und zu, oh, und das ist sehr gut, dass wir den hier treffen, die ab und zu mir mal ein paar Hitpoints oder Magic Points dazu holen. Also einer der Mimans, also diese kleinen Mannequins, die wir treffen müssen. Ja, Spite Miman, oh, und die Gegner warten hier, während ich mit dem Miman quatsche. Und mein Support-Dämon will auch noch hier ein Item finden. Aber ja, diese Memes, darauf müsst ihr achten. Da kriege ich noch einen weiteren. Das sind die Tiny Metals. Aber der Memen, von dem er redet, den habe ich schon geholt. Der ist nämlich unten am Wasserfall. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier rauskomme. Ohne dass die... ich will nämlich nicht die Merman bekämpfen. Habe ich keinen Bock gerade im Moment. Aber man kann eigentlich ganz gut an denen vorbeilaufen. So, was wir hier hatten, hier ist eine Questgeberin. Ich hatte den Auftrag, diesen Charakter hier umzubringen von einem anderen Questgeber, aber dann hat sie gesagt, hey, wie wäre es, wenn du zurückgehst und deinen Auftraggeber für mich umbringst, weil ich glaube, dieser Dämon liegt falsch. Dann so zwei Dämonen, die eine Art Kult jeweils aufbauen. Ich habe mich also entschlossen, dann meinen Vertrag nicht zu machen und den neuen Quest angenommen. Jetzt müsste ich zurück zu meinem ersten Auftraggeber. Oder ich könnte mich entscheiden, hier Lea Nancide zu besiegen. Ich mache es mal Do Nothing. Also man hat auch teilweise mal Entscheidungen, was man... nicht jeder Quest ist eindeutig lösbar. Und man muss manchmal dann die Lösung eines Quests aufgeben, um den anderen zu erfüllen. Und das ist auch in der Map hier vermerkt. Was ich aber jetzt mal sehen möchte, okay. Los aufwärts, wo ist die Pollution der Merman? Ist das hier... Weil irgendwo müsste eigentlich der Quest gelöst werden von der Meerjungfrau, weil das ist hier ganz oben. Ist aber nicht, ob das da dabei ist. Egal, wir fusionieren einmal, finde ich, wenn wir den Merman jetzt haben und den Tsuchigomo. Gehen wir in die World of Shadows runter. Und wir werden uns gleich mal den Boss da angucken. Ich bin mal gespannt, wenn wir ein bisschen Cutscene sehen. New Miracle Awakens. So, Demon Fusion. Special Fusion. Oh ja, das... Oh, genau. Manche Spezialfusionen sind auch dabei, wenn ich dann gewisse Charaktere schon freigeschaltet habe. Aber leider ist das noch... Also für Spezialdämonen, leider ist das über meinem Level gerade. Level 13. Ich habe auch meinen Demon Stock schon voll. Ich sollte die echt mal... Ich mache aber erstmal, werde ich die zum Kompendium hinzufügen, die ich bisher habe. Alle dazu, weil die hatten sich ja auch ein bisschen aufgelevelt. Das heißt jetzt neu, jetzt habe ich 5% aller Dämonen schon mal. Das ist ja schon mal was. Demon Fusion. Ich mache mal die Reverse Fusion. Ich will mal gucken, wen ich zusammenkriege. Marion, Tsuchigomo, Fortuna. Schwierig. Müssen wir mal kurz gucken, was, also ich könnte, wenn ich den Slime fusioniere, kriege ich damit was raus? Den Schleim und Azumi. Oh, möchte ich auf Azumi schon verzichten? Was hat der Azumi für Skills? Bufu plus 2, Scratch Dance und, oh, Mabufu. Und das ist eher so ein Support-Dämon mit Buffs und Debuffs. Oh, aber Mabufu ist geil. Ich würde eigentlich gerne Mabufu nehmen. Slime und Sandman würde Mandrake geben mit Level 6, aber ja, ist nicht so geil. Und die ergeben gar nichts? Okay, also manche Sachen ergeben auch nichts.
sozusagen. Den Angel. Reverse Compendium Fusion. Oh, ah, falsche. Ich bin auch ein Idiot. Ich drücke immer dann X zum Bestätigen, aber eigentlich ist es Kreis. Also B und A. Verdammte japanische Buttonbelegung. Komme ich immer noch durcheinander. Neue Miracles habe ich gekriegt. Wie viel habe ich? Ich habe 20 Glory. Ich glaube, da wäre nichts, was ich... Oh, da kann ich mir. Divine Amalgamation kann ich mir leisten. Allows an Albino to acquire Affinity Resistance from Essences during Essence Fusion. Das ist interessant. Divine Garrison Demon Stock by One. Oh, ich würde fast eher erstmal das hier machen. Natürlich, das ist cool, dass ich auch nochmal Affinity Resistance nochmal dazu bekomme. Dass das dazu gepackt wird. Allerdings, die Divine Garrison ist cool, dass ich jetzt 8 Dämonen dann dabei haben kann. Live Mastery Element. Wollte ich einmal mitnehmen. Essence Fusion hatten wir vorhin ja schon mal gemacht, aber das war dann vor dem Save. So, da, Weak und... Ah, okay. Das da unten, die Resistance ist wahrscheinlich, ne? Weak zu Herz oder Charming. Und, achso, ich bin Weak gegenüber Charming, aber Resistance gegen Gift. Auf der linken Seite bei Resistance seht ihr es unter den eigentlichen Element-Attacken. Oder Element-Eigenheiten. Von was hatte ich mir die geholt? Von der Mermaid. Oder, ah, weil ich die... Nee. Von irgendwas hatte ich mir die Resistances geholt. Ich würde mal hier, obwohl Masio... Komm, wir machen das mal jetzt. Dir, Agi, Heilen, Feuer, Masio, Tarukaja und Sio nehmen wir auch mal. Das können wir ja dann nachher wegschmeißen. Inherit, Fuse. Gib mir die Sachen. Ich würde gerne etwas mit Level 13... Warte mal, Reverse Compendium Fusion. Ja, okay, Level 13 habe ich schon mit dem Tsuchigomo. Eigentlich könnte es nur die Mermaid sein, die wir uns vorhin geholt haben. Sandman und Azumi würde die Mermaid ergeben. Bufu 2. Bufu 1 und Dream Needle. Der Sandman ist eigentlich nicht so geil, finde ich. Kann ich Bufu übernehmen? Oh, Bufu plus 3 sogar. Was mache ich? Das mache ich, das mache ich, das mache ich. Set. Fusion. Das überspringen wir einmal, weil wir haben ja schon gesehen, wie es funktioniert. Hallo. Jetzt haben wir die Mermaid. Mermaid the Thumb. I hope we get along. Oh, gibt es wahrscheinlich... Ach, Mermaid und Merman. Ne? Na, wir haben ja die Meerjungfrau und den Meerjungmann. Den Azumi hier sozusagen. Sagt er mir hier über Azumi. Okay, eine Wassergottheit der Azumi, einem japanischen Seefahrer, einer Seefahrergruppe, einem Tribe. Dadurch kann die Gottheit frei über das Wasser verfügen oder es kontrollieren. Die drei Götter, die von Izanagi geboren wurden, nachdem er von Yomi zurückgekommen ist, sollen die Vorgänger des Azumi-Tribes sein. Ich bin nicht so bewandert in der japanischen Kultur, aber okay, sie sind nicht dann ganz das Gegenstück von der Mermaid. Es ist wahrscheinlich die japanische Version. Davon, den habe ich bisher auch noch nicht. Es ist Tsuchigomo und Kodama. Nee, Tsuchigomo will ich nicht verzichten. Also haben wir zurückgeholt. Dann holen wir uns, also werde ich jetzt erstmal die Party neu verzahlen. Obwohl, nee, so möchte ich das eigentlich haben. Lass uns mal... Ja, okay, nicht Standard Analyze hier, aber ich mag es nicht, wenn da überall diese neuen Buttons sind. Ich muss jetzt einmal reingucken, damit da nicht immer New aufblitzt. Aber schön erhöht. Ich möchte mir eigentlich nur angucken. Okay, ich habe Masio plus 2. Masio, ich habe Feuer, Blitz, Eis... Holy, ich habe gar keinen Wind. Keine Windattacke. Windempfindlichkeit. Also mir fehlt Wind und ja, Wind ist durchaus häufiger mal eingesetzt, wobei die gegnerischen Monster oft mehrere Schwächen hatten und nicht nur eine. Und dunkle Magie habe ich keine, aber ist okay erstmal.
Slime, Neko Shogun, Kodama. Will ich als Ersatz hier einmal drin lassen. Müssen wir heilen. Recovery 156, ja, machen wir das. Aber recht viel ausgegeben für Tsuchigomo. Ich habe alle seinen Wünschen entsprochen. Man kann auch sagen, hey, du hast bis jetzt genug und das reicht. Manchmal sind dann auch Dämonen zu mir gekommen, in den meisten Fällen. Oh, du hast mir jetzt die Hälfte deines Lebens gegeben und Magic Points, ich will noch 1000 haben oder so. Nee, die 1000 kriegst du nicht, dann verpiss dich. Oh, nachdem man alles richtig gemacht hat, das nervt ein bisschen. Also die haben den Anspruch schon mal ein bisschen höher gemacht. Chronicle Deeds. So, ich würde eigentlich noch für hier, eine Stunde haben wir jetzt, das passt eigentlich ganz gut. Ich würde gleich zum Tokyo Tower gehen und ich bin auch gespannt, wie der Gegner hier ausschaut. Ich möchte euch aber eine Sache noch zeigen, weil so Traversal haben wir ein bisschen weniger gemacht bisher. Es gibt auch tatsächlich dann so Gelegenheiten, machen wir das mal hier, gehen wir mal nach Shiba. Ihr könnt dann, ihr sollt natürlich erkunden die Welt. Die nach Möglichkeit, da wäre übrigens der Quest, den wir auflösen, aber den Kampf will ich jetzt erstmal nicht machen, der Bosskampf ist spannender. Man kann auch klettern. Ne? Ihr seht diese blauen Icons auf der Map. Da kann ich zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich muss von meiner Position nach links hoch. Das heißt, ich muss hier links rüber, mache die Laufoption hier an, das sind Gegner, die mir wohlgesonnen sind. Das heißt also, ich... Oh, warte mal, von den Automaten nehme ich noch was mit. Soda, jeweils mal zwei, wird noch ein bisschen Geld bringen. Man kann nicht allzu steile... Man kann nicht allzu steile Vorsprünge hochgehen, sonst rutsche ich den Sand hier runter. Und immerhin, guck mal hier, der eine Stein, Fuß korrekt positioniert. Die haben sich was gedacht bei der Engine hier. Ab und zu laufen auch mal ganz große Gegner, so Xenoblade Chronicles-Style. Weil es hat tatsächlich schon ein bisschen was von Xenoblade jetzt, durch die Open World und die Gegner und verschiedene Stärken, weil dieser Gegner ist viel zu kräftig für mich. Da komme ich später zurück und kann den gegebenenfalls mal in meine Party hier reinholen. Ich möchte aber hier hin. Mal gucken, wo der... Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Komme ich hier durch? Ich glaube, ich möchte hier hin. Es gibt manche Stellen, wenn ihr hier solche roten Sachen seht. Oh, was hat sie gefunden? Wo ist sie? Found something nice. Livestone, oh cool. Ich kann solche roten Vorsprünge benutzen, um mich hochzuhangeln. Ne? Normalerweise das Springen funktioniert dann für sich so, aber sobald sowas hier ist, hangelt sich mein Charakter hier hoch. Und ja, mit denen hier war ich schon. Ich hatte schon mit denen gesprochen. Da ist ein Charakter, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Mit denen hatte ich doch schon mal gesprochen, oder? May the fortune be. Achso. Ja gut, der hat vielleicht einen neuen Satz gehabt oder so. Das wird dann auch nochmal angezeigt. Also Traversal auch nochmal wichtig und man sollte echt mal auch in die Ecken gucken. Hier unten hatte ich auch dann mal einen von den Mimans dann entdeckt. Es ist darauf ausgelegt wirklich, dass man erkundet und macht. Ne? Und dadurch, dass man dann später auch warpen kann, ja, eigentlich gute Weitsicht und so weiter. Ist das ein Miman da drüben? Nee, ich glaube nicht. Und immer wieder die Sachen hier mitnehmen, ne, die macht auch Spaß, die einzusammeln, aber sie heilen auch ein bisschen und geben einem nochmal Hitpoints und MP hauptsächlich dazu. Ist kein Miman, das ist ein Neko. Ne? Das sind Nekos, die hier rumlaufen. Katsuas. Okay, jetzt habe ich den Weg gemacht davon. Eigentlich muss ich jetzt gar nicht mehr warpen, weil ich bin schon auf dem Weg wieder hierhin. Ich muss hier einmal hoch und dann das Rondel nehmen. Oder kann ich euch potenziell noch eine letzte Sache zeigen, bevor wir dann zum Boss gehen. Die Gegner ignoriere ich erstmal. Hier haben wir wieder ein bisschen was zum Aufsammeln. Da drüben hinten seht ihr weitere solche roten Stützen, wo ich hoch kann. Und da seht ihr so ein gelb leuchtendes... Oh, okay, gut. Oh, ich dachte fast schon, nicht, dass ich da irgendwo runterfalle. Ein gelb leuchtendes Item. Ich glaube, da sollte ich hier hochkommen. Einmal hoch und hoch. Das sind Itemkisten. Die kann ich dann aufslashen und dann bekomme ich Items. Also wenn ihr sowas seht, das sind typisch Itemkisten hier, habe ich gekriegt. Ah, guck mal, die hatte ich eigentlich schon mal geholt, aber ich habe Kodamas Essenz schon mir geholt, anderswo. Deshalb kann ich sie von hier nicht mitnehmen, deshalb ist das wieder voll gemacht. Ja, das Item versucht zu mir zu kommen, aber ich bin leider schon voll. Egal, dann gehen wir rauf, ignorieren die Gegner. Ups, nur nicht runterfallen.
Versuchen an den Gegnern vorbei. Ich glaube, die sollten noch nicht schwach genug sein, dass sie von mir weglaufen. Oh, was ist hier? Ah, ich bin so durstig, sagt der Dämon. Oh, ich bin ein Mandrake. Willst du mir nicht mal zuhören, mir armen Ding? In diesen großen Wüsten ist Wasser sehr wichtig, Wasserlöcher, aber diese Dämonen, die Azumi heißen, versuchen einen zu übernehmen. Okay, dann, wenn sie das machen, werde ich hier sterben. Bestraft diese Azumi. Ja, das sind wahrscheinlich besiege so und so viele Azumi. 5 Bad Azumi, Watering Hole. Ja, okay, wo wir vorhin gewesen sind, muss ich 5 von denen besiegen, damit ich den Quest machen kann. Ich ignoriere jetzt auch mal kurz die Hinweise von meinem Support-Dämon. War ich hier oben schon? War ich hier schon? Let's look. Ah, ich glaube, hier war eine Itemkiste. Ne? Die hatte ich schon. Oh, nee, mein Kollege. Dran vorbei. Ich möchte dich jetzt nicht bekämpfen. Man kann bei den Gegnern übrigens dann auch, natürlich wegslaufen mit einer gewissen Chance. Oder man kann sie bestechen. Natürlich, ne? Wenn man jetzt absolut keinen Bock auf Kämpfen hat und auf jeden Fall sicher weg will. Schauen wir uns nochmal den Boss an. Der bisherige Eindruck, den ich habe, es macht Spaß. War ein bisschen sperrig zum Reinkommen eben. Ihr seht also auf den ersten Blick so die Grafik, die muss einen schon natürlich überzeugen in heutigen Zeiten. Auf dem Handheld-Modus sieht es nicht weniger, also sieht es nicht unruckliger aus, aber natürlich kaschiert der kleine Bildschirm ein bisschen etwas, wenn man das, anstatt dass man sich hier auf einem großen Fernseher anguckt, wie ich es hier gerade mache. Ich hätte auch präferabel wahrscheinlich dann insgesamt eine PS4-Version auf der PS5 bevorzugt, aber man kann schon machen, wenn der Inhalt eben passt. Dieser Open-World-Aspekt bringt nochmal ein bisschen was anderes rein. So, genießen wir mal Story. Mal sehen, was das bedeutet. My words, brethren. As decreed by the Seraphim, I, Abdiel, hereby take command of Bethel's holy army. Our foes are the demons of chaos, who swore allegiance to that contemptible snake. Yet fear not, we are all blessed with the divine protection of God himself. Warriors from far and wide, hear me now. Strike them down in the name of order! The unholy will find their deliverance by our blades! Holy shit, was ist das? Holy shit! Schätze mal übrigens, ein Flashback ist hier, den wir gerade sehen. Alter! Slain by my own hand, that humanity might finally live unbound from their chains. Vile serpent, your lies mean nothing! I speak only the truth. I have ascended the Pillar Imperial, the throne of God. As an angel, you know what this means. Such uncouth behavior from my former brethren. Order itself has crumbled. Chaos shall envelop the world. And from that chaos, there shall be a true rebirth. A wholly new future. That remains
is for me to sow the seeds that shall sprout into this grand reality. Okay. Ist das jetzt ein ehemaliger Engel, der zum Dämon geworden ist und dann zum Gott aufgestiegen ist? Oder ist das Lucifer? I don't know. Aber Gott ist tot. Ja, du bist nicht ganz sicher, wie du das interpretieren kannst, was du ab und zu gesehen hast. Was du gerade gesehen hast. Ab und zu hat man übrigens Entscheidungen, wie man im Dialog antworten möchte. Vielleicht kommt hier gleich nochmal was in der Richtung. Zum Beispiel hier, es wird aber auch nicht nur in solchen Menüs angezeigt, sondern auch direkt in die Spielewelt ab und zu mal verwoben. Wie gesagt, war das deine Erinnerung, Aogami? It must have been. That was Lucifer, the Lord of Chaos. Shortly after our encounter, my operation ceased. Ich lag ziemlich richtig mit Lucifer, oder? It was only after I sensed your presence that I reactivated. Ich glaube, der Kollege, den wir untergesehen haben, Aogami. Ich habe den nur ganz kurz am Anfang gesehen des Spieles, bevor der mit uns fusioniert ist. Es könnte dieser Aogami unten gewesen sein, wenn das die Erinnerung war, an die er sich nicht erinnern konnte. I've since recovered a portion of my memory data. Yes, I was an agent of Bethel, and I was sent here on an important mission. They have a base not far from here, at the Tokyo Diet Building. There, the angels of Bethel work tirelessly to protect the people. Young man, it is my guess that the angel who took your friend will also be there. Let us make our way to the Tokyo Diet Building for your own safety. Hey, hey! This is no time to space out. Something's coming. Und ist das, von dem er redet? Jetzt kommt wahrscheinlich der Boss oder so hier. Das von dem. Meine Stimme im Kopf, der andere Dämon redet, sind auch andere Schüler, die hier in der Endzeit gelandet sind, die anscheinend das überlebt haben. Ich schätze mal, ich werde dann nach und nach auf die treffen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist das Framerate-Monster. Wie schön das mit 60 FPS aussehen würde. Naja. Ui. Also ein bisschen Xenomorph jetzt, oder? Fast. Oh. Also eine Medusa mit Xenomorphenköpfen? Oh. Oh. Oh, shit. Oh shit, Herr Schmidt, wir probieren's. Ich weiß nicht, ob ich genug gelevelt bin tatsächlich dafür. Okay, also. Ja, natürlich können wir noch nicht so viel abziehen. Okay, Level 15 Drake, ich bin nur Level 13. Aber ich habe bis 13 bis 11 eigentlich alle meine Charaktere, also. Ich kann mir die Multisachen sparen. Ich hab nochmal ein Sio. Ich nehme Agi erstmal. Ich probiere erstmal durch. Okay, Agi blockierte. Dann ist er wahrscheinlich anfällig auf. Er blockiert Agi sogar, ey. Ist wahrscheinlich sehr anfällig auf Bufu. Nehmen wir mal Masio. Okay, das zieht immerhin ab. Aber Bufu werde ich jetzt. Oh, Bufu plus 3. Sehr geil. Was? Unique. 3 to 6 weak ice attacks to random foes. So. Frage, ob. Ich auch, wenn es nur einer Gegner ist, dass wir 3 bis 6 Attacken bekommen. Also sind 3 mehr als eine Weak Ice Attack, aber plus 3. Wir machen erstmal so. Weak. Okay, sehr gut. Und du machst mal Hammer. Also Zio ist leider nutzlos. Oh, fuck. Oh, ich habe noch... Ah, ich habe natürlich eine Weakness mit. Oh, und dadurch kann er nochmal angreifen. Oh, shit. Oh Gott. Oh shit. Mein Magatsuchi ist aber voll. Mein Hauptcharakter hat nur dieses Omagatoki Critical. Dadurch kriege ich Critical Sachen. Aber eventuell habe ich einen Charakter hier, der... Warte mal. Details. Magatsuchi. Ich muss Magatsuchi mal sehen. Critical.
Critical. Ah, ich habe nur welche, die Critical hier können. Weil ich jetzt sonst gerne eine Stunde der Tage gemacht habe. Das Critical schalten wir mal ein. Machen wir das Omagatoki, das zum Glück. Also jetzt werden für zwei Runden, glaube ich, waren es meine Attacks alle Critical. Sogar Magie. Was ganz gut ist. Und ich kann immer noch hier wählen. Ich würde fast jetzt mit meinem Hauptcharakter Dia machen. Damit ich Fam hier einmal die Mermaid wieder heilen kann. Weil Bufu war ganz praktisch. Masio kann ich vergessen, also der Charakter ist nicht so toll. Aber Critical Attacke, das dürfte mir eigentlich. Critical gibt mir eigentlich auch nochmal einen Angriff mehr. Ich mache mal den Stormcaller Song jetzt. Nicht schlecht, 100 das gerade geben. Oh, Humble Blessing wäre aber auch ganz gut. Oh ja, lass mich mal Humble Blessing machen, weil das ist Weak Healing für alle. So. Raises Attack, aber Physical Attack, ne? Ah, ich hätte lieber einen Debuff für den Gegner haben sollen. Jetzt habe ich natürlich die Charaktere gewechselt. Gehen wir zu Chigomu, der wird eh nur normal attacken können. Und wie viel ist es gebufft? Ein bisschen. Aber ich glaube, der Kampf hier wird nichts mit meinen aktuellen Skills. Weak Physical, Chance of Afflicting Sleep. Also der Stormcaller Song war schon sehr gut. Der Stormcaller Song war schon sehr gut. Knapp 90 bis 100. Aber er geht auch konkret an meine... Oh nein, der hat auch Magatsuchi. Fuck. Habe ich noch Critical? Nicht mehr, ne? Angel macht mal Multi-Healing gleich. Normale Attacks nur machen, ja, das ist nicht geil. Ich brauche viel Bufu eigentlich. Zum Glück mit dem Stormcaller Song, ich habe sehr viel MP mit der Mermaid. Lass es mal mitnehmen. Ah, es greift aber schon weniger an. Ah, ich habe kein Critical mehr, ne? Fuck. Dann gib mir Humble Blessing. Wo ich eigentlich ganz gern Hammer machen würde. Oh, warte mal. Lass uns die Ice Gems mal nehmen. Das dürfte mir eigentlich aber nochmal einen Angriff mehr geben, ne? Und er kann natürlich keine Items mitnehmen. Masio bringt überhaupt nichts. Ich sollte ihn mal auswechseln vielleicht. Soll ich zu Chigomu auswechseln? Fuck. Oh, Toxic Breath, shit. Statusattacken. Oh, fuck off. Critical, what? Holy shit. Und er hat meinen Engel komplett gekillt. Oh, fuck. Oh, shit. Jemand dir? Okay, lass uns den hier nehmen. Leider ist es... Oh, reicht das für die Mermaid? Oh, ich glaube, ich hab schon... Obwohl... Ah, doch, doch, doch. Ah, ich würde gleich noch einen anderen Charakter dazu holen, dass... sie kann nochmal den Stormcaller Song machen. Überspring mal. Aber der zieht jetzt nur 60, etwas über 60 ab. Oh, fuck. Natürlich das Gift, was hier dazu kommt. Revival Beat. Aber ich muss ihn dann wieder in die Party holen, Angel, ne? Kommt er wieder automatisch rein? Ne, bleibt empty der Slot. Ach, du Motherfucker. Okay, gib mir einen Dia plus 3 für die Mermaid. Die Heilmagie, oh, und ich sitze hier auch nicht geil gerade. Ich muss mich vernünftig positionieren, sonst kann ich mich hier nicht konzentrieren. Was? Kann ich denn Transam? Scheiße. Ich wollte doch. Eigentlich wollte ich dann sagen, geh in den anderen Slot.
Oh, fuck. Ja, ich werde noch gut leveln müssen. Ich habe noch ein Ice Gem. Gem. Oh doch, ich habe einige Ice Shards. Heavy Ice Attack. Ah, das andere ist Weak Ice Attack, ne? Der hat natürlich keinen Buffen. Das wird nicht viel bringen, habe ich den Eindruck, aber ich probiere mal hier Lower Physical Attack. Der Attack Down ist schon mal gut. Switch with a demon in stock or return them. Selecting a summon slot. Will return them to your stock. Aber wie kann ich einen aus dem Stock gehen jetzt wieder rausholen? Muss ich das mit dem Hauptcharakter wahrscheinlich machen. Skills, Humble Blessing. Okay, nur er kann die Leute zurückholen. Patra brauche ich jetzt, ne? Patra auf die Mermaid. Oh, jetzt ist der Gegner schon dran. Fuck. Oh, nicht schon wieder Talk. Oh, das war enorm heftig. Oh, fuck. Aber keiner vergiftet immerhin. Weak Ice Attack, aber 28 nur. Okay, die können keine Items. Der hat immerhin Freikugel. Freikugel war ganz geil. Da war nämlich ein Almighty Attack to one foe mit dem Fangbreaker. So, Kollege, du machst jetzt Humble Blessing auf uns. Der kleine Mermaid nochmal. Ich kann noch dreimal Stormcaller Song machen. Ich glaube fast, das wird nichts. Drei Shards hinterher. Irgendwo, vielleicht sollte ich sowas mit Holy Defense oder sowas mal nehmen. Ich probiere mal Sun. Okay, das ist nix. Aber ein Glück, dass hier nochmal mein Kollege ist, dass ich noch ein Humble Blessing machen kann. Dann kriege ich nämlich wieder volle Energie. Na komm, heil mich, heil mich. Magatsuchi ist auf Fire Breath. Drei Charaktere, die weak sind gegen Fire Breath. Das heißt, es gibt ihm noch eine Attacke. Miss immerhin. Player sehr gut. Durch das Miss habe ich nochmal den Turn bekommen. Magatsuchi ist fast voll. Oh, was geht jetzt? Was geht jetzt? Ein paar seine Köpfe sind weggefallen. Heißt, ist er jetzt heftiger oder weniger heftig? Ich möchte meine Mermaid auf jeden Fall oben haben. Also ich mache sowieso auch noch mal ein... Beinahe, jetzt kann ich mir leisten, ein Hammer mal zu machen. Habe ich noch genug? 39, okay. So, Skill Stormcaller Song. Good Dark. Revival Beat Chakra Drop. Ich gebe das mal an die Mermaid. 50 MP wieder auf. Sehr gut. Ich will das Magatsuchi voll haben für den Super Special. Und dann Fire Breath, ey. Aber, oh, er konnte nicht alle angreifen jetzt. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Magatsuchi ist voll, das ist geil. Ich mache es noch nicht hier. Ich mache es nämlich gleich mit dem Neko Shogun.
Weak Attack, okay, ich kriege einen zusätzlich. So, genau. Ich will nämlich hier die Freikugel EX. Auch wenn es Hammer-Schaden ist, der ist zwar nicht speziell, aber könnt ihr an die 100 abziehen. 131 sogar, ziemlich geil. Okay, der ist schon in der niedrigen Phase. Das ist sehr, sehr gut. Normal Attack. Ich glaube, ich sollte Neko-Shogun auswechseln dann gleich. Kriegst. Ich habe danach noch ein Humble Blessing über, ne? Oh, ich sollte eins nehmen. Fuck, ich sollte ein Humble Blessing nehmen. Und ich sollte Angel gleich einen Chakra-Drop geben. Auch wenn der Stormcaller-Song mit Critical natürlich geil wäre. Aber ich könnte es eventuell sogar schaffen. Chakra-Drop an nicht Neko-Shogun, an den Angel. Und Neko-Shogun tausche ich gleich aus. So, Change. Tsuchigomo war nicht so geil. Warte mal, hat er... Der hat Bufu, aber minus 3. Ist anfällig gegenüber Agi und Bufu. Oh. Der ist nur anfällig gegenüber Bufu. Und wenn er, auch wenn der nicht so geile Attacken hat, aber ich nehme jetzt Tsuchigomo wieder rein. Ich könnte es vielleicht sogar noch schaffen. Holy fuck. Okay. Du machst jetzt einmal einen Hammer. Reicht das? Ja, ja, Hammer ist okay. Ich sage dann gleich, kommt wirklich eine ganz schlimme Attacke. So, zwei Angriffe hat er. Einfacher Attack. 20 ist okay. Und Fire Breath Fuck. Uff, okay. Also, du kriegst... Ich bräuchte Fire Dampener, ey. Egal, aber die... Eine Ice Shard habe ich noch. Ob das so viel bringt jetzt mittlerweile? Marzio, egal, aber Standardattacke gibt. 22. Du heilst. Mit dem Humble Blessing. Ich hoffe, dass das reicht. Mermaid macht nochmal Stormcaller Song. Wird immer weniger, habe ich das Gefühl, aber ey, das. Eins habe ich. Habe ich noch eins? Nein, habe ich nicht mehr. Hills. Hills ist Attack. Das war eine normale Attacke. 25, ja gut. 25 zieht ungefähr so viel ab, so wie ich das mit den mit der Weak Ice Attack hatte. Aber immerhin, Weak Ice Attack hat mir einen Additional Turn gegeben. Ich glaube noch ein, zwei Runden, oder? Okay, Miss ist super. Miss ist super. Das normalen Angriff. Normaler Angriff. Ich werde jetzt Hammer machen und Stormcallers Song. Einmal Hammer. Geschafft! Oh, ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe den Fucker geschafft. Den Fucker habe ich weggehauen. Geili! Gleich speichern. Are strong. Seriously, I can't believe you actually beat the tower demon. Crazy! Completed quest Lay of the Land. Der nächste Quest geht los. 600 Experience für alle. Für keinen für ein Level abgereicht. Drake Hydra Unlock for Fusion. Okay, ich kann mir also das als Monster holen. Und? Das ist es quasi. Leute, ich glaube, ich habe euch die Grunddetails hier einmal gezeigt, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert. Es macht mir Spaß, muss ich sagen. Ich habe, wie erwähnt, ein bisschen gebraucht, um so reinzukommen. Finde gut, dass hier die Open World mit Gegnern, die herumlaufen, das hat tatsächlich so ein bisschen so ein Xenoblade-Feel, das dazu kommt, auch wenn das Kampfsystem anders ist, aber dass es auf das traditionelle, also Open World mit sichtbaren Gegnern gemischt mit traditionellem rundenbasierten Kampfsystem, mit dem typischen Monster fusionieren, Schwächen ausnutzen, Press-Turn-System und sowas ist alles mit dabei. Einzige wäre wirklich, dass die Technik doch recht lame auf der Switch wirkt, also man muss schon damit zurechtkommen, dass es ruckelt und zuckelt und der Detailgrad so ein bisschen in der niedrigen Auflösung untergeht. Im Handheld-Modus ist es vergleichsweise, ja, sieht natürlich ähnlich aus, aber dadurch, dass der Schirm kleiner ist,
merkt man es vielleicht dann nicht so sehr, als wenn man es wirklich auf einem großen Fernseher spielt. Wenn ihr konkrete Fragen habt und andere Anmerkungen, ich werde es noch weiterspielen und mich dann spätestens in den Game of the Year Diskussionen oder auf Rocket Beans TV oder anderswo dazu äußern. Schreibt sie gerne in die Comments rein, vielleicht kann ich es dann beantworten und macht gerne auch eure eigenen Ergänzungen, weil gegebenenfalls habt ihr schon ein bisschen weitergespielt und könnt ein paar Sachen hier ergänzen, korrigieren, Eindrücke wiedergeben, wenn sich was gefestigt habt. Ansonsten probiert es aus, gerade auf der Switch draußen, potenziell vielleicht irgendwann mal auf PS4 und PC, aber wenn, dann ist das noch in weiter Fern. Ich glaube, Nintendo hat erstmal wahrscheinlich sich Exklusivrechte geholt, wäre meine Vermutung, wenn das mal kommen sollte. Wenn ihr aber ein RPG braucht, jetzt wieder auf der Switch nach langer Zeit, klassisch Japano-RPG und nicht dann in die ganzen Standard-Remaster und andere Sachen rein wollt, do it! Ansonsten bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gerne auf dem Kanal, ich mache noch was zu KOTOR demnächst, plus die ganzen anderen Sachen, die hier sind mit Elden Ring, GTA Collection und so weiter und so fort. Wenn ihr es nicht schon macht, würde ich mich freuen, kleine monatliche Unterstützung, patreon.com/rpgheaven oder steadyhaku.com/rpgheaven, und denkt dran, mein Buch, das ABC der Videospiele, ist mittlerweile überall im Buchhandel erhältlich, werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Link da unten hingepackt haben, damit ihr es euch gerne holen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr es holt und es euch gefällt. Ich war der Gregor, das war Shin Megami Tensei 5, bis zum nächsten Mal, tschüss!